Kann ausgerechnet Borussia Dortmund den FC Schalke 04 zur Meisterschaft spielen? Die Bayern müssen gewinnen im deutschen Klassiker gegen den BVB, um noch Chancen auf den Titel zu haben. Und ob sie das tun, das sehen wir jetzt im Topspiel. In was für einem Topspiel der Woche? Mit der Reingabe und Schalke führt. Das ist die Möglichkeit. Super gemacht. Jetzt die Chance, Matondo. Nachi am Bogen. 4-0. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe FIFA-Bundesliga-Supporter da draußen. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ja, der deutsche Klassiker ist immer was ganz Besonderes. Wir freuen uns mega drauf. Freitagabend, Primetime, es geht ab und das wird definitiv ein richtig geiles Spiel. Es geht natürlich im Entferntesten um die Meisterschaft, besonders wenn wir auf die Bayern schauen. Und Borussia Dortmund scheint in diesem Meisterschaftsrennen doch noch ein bestimmender Faktor zu sein. Am 26. Spieltag hatte man das Revierderby gegen den FC Schalke mit 0:1 verloren, hat damit also den Bayern keinen Gefallen tun können. Ja, und heute kann man zum endgültigen Stolperstein für die Münchner Titelambition werden, wenn man heute Punkte mitnimmt gegen den FCB. Allerdings sind die Bayern natürlich klarer Favorit. Das Hinspiel hat man mit 2:0 gewonnen und auch generell gesellt sich dann noch eine Dortmunder Statistik dazu, die nicht wirklich viel Mut macht auf Seiten der Schwarz-Gelben, denn ja, zuletzt hat man gegen Gladbach und gegen Schalke nur maximal eine Chance kreiert, also ultra defensiv gespielt. Ja, damit sicherlich nicht die Herzen der FIFA-Bundesliga-Fans erobert. Ob sich heute, ausgerechnet heute im deutschen Klassiker, das Blatt wendet und Borussia Dortmund zum großen Stolperstein in den Meisterschaftsambitionen der Bayern wird, das sehen wir jetzt in den vollen 90 Minuten packende Klassiker-Action. Viel Spaß! Und damit auch ein herzliches Willkommen vom Kommentatorenplatz hier aus dem Signal Iduna Park zum deutschen Klassiker. Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern München zum Auftakt des 28. Spieltags in der FIFA-Bundesliga. Ein tolles Spiel, was uns hier heute Abend erwarten wird. Der BVB natürlich in Schwarz-Gelb von links nach rechts. Das Spiel läuft bereits. Sie treten heute an gegen den aktuell Zweitplatzierten aus der FIFA-Bundesliga. Das sind die Münchner Bayern und die sind ja noch voll drin im Meisterschaftskampf. Aktuell trennen sie vom Spitzenreiter aus Schalke 6 Punkte. Aber Dortmund hat hier direkt mal den ersten Angriff mit Haaland. Interessant. Munterer Beginn. Ja, Erling Haaland hat ja auch nicht so schlecht eingeschlagen bei Borussia Dortmund. 8 Tore geschossen nach seinem Transfer im Winter. Da war man rundum zufrieden. Ganz anders sah das bei den Neuzugängen der Münchner aus. Wissam Ben Yedder hängt seinen Erwartungen noch deutlich hinterher. Erst einen Treffer konnte er erzielen beim Auswärtssieg gegen Berlin. Aber das war auch schon sehr, sehr lange her. Und ja, Tore soll es heute wieder geben. Denn Bayern muss machen. Aber Dortmund ist hier in der Anfangsphase das spielbestimmende Team. Die nächste Reingabe und da schauen wir auf Reus, letzte Woche in Wolfsburg auch erfolgreich gewesen. Marco Reus spielt eine einzigartige Saison, 26 Tore bisher schon erzielt. Perisic. Ja, das Spiel in Wolfsburg, das hat bestimmt nochmal Auftrieb gegeben im Kampf um die Champions League. Ein Tag später war ja dann der Konkurrent aus Gladbach im Einsatz gegen Leverkusen. Da gab es nur eine Nullnummer. Und so ist man jetzt wieder voll drin im Kampf um den besten europäischen Wettbewerb. Nächstes Jahr auch hier auf dem Kanal der FIFA-Bundesliga. Haaland mit dem nächsten Ballverlust. Dortmund hat gute Akzente im Spiel nach vorne. Aber jetzt Bayern. Über links mit Kingsley Coman. Wird er nicht richtig attackiert. Oh, gefährliches Tackling. Akanji, das war riskant, aber er löst es dann doch fair. Schiedsrichter lässt weiterlaufen,
Thorgan Hazard, was für ein Auftritt letzte Woche. 2 Tore innerhalb von 3 Spielminuten brachte Dortmund auf die Siegestraße. Es geht viel über Ruhe im Spiel. Sancho, da werden keine hektischen Pässe gespielt. Süle jetzt mal weit aufgerückt. Er ja nach Verletzung wieder zurück. Zum Personal kann man sagen, dass der BVB tatsächlich aus dem Vollen schöpfen kann hier und heute. Abgesehen von Mario Götze. Der fällt aus mit einem angebrochenen Zeh. Gute Besserung an dieser Stelle. Odriozola. Ja, der kann ein bisschen gehen. Nimmt jetzt hier Lewandowski mit. Schönes Anspiel. Perisic auf der rechten Seite. Vielleicht die erste große Chance. Die Bayern. Ja. Kingsley Coman. Aus dem Nichts. Kingsley Coman mit dem ersten Treffer in dieser Begegnung. Und den schiebt er ganz souverän ein. Das kam wirklich aus dem Nichts. Ich war gerade selbst etwas überrascht, dass der dort so frei stand. Eine flache Flanke war initiativ dafür. Und dann sagt Coman Danke und trifft zum 1:0 nach rund 24 Minuten. Dortmund in Schockstarre, Fragezeichen. Nein, es geht mit Hakimi weiter. Reus, Sancho, Hazard, der sich da wohlfühlt im Zentrum. Hazard, was ist das denn für eine Bude? Ausgleich. Dortmund zurück im Spiel. Ich sag gerade, der Junge hat Selbstvertrauen getankt. Und dann packt er den aus. Das waren gut und gerne 22 Meter. Und so gefühlvoll, wie er den da hinten reinlegt, das hätte ich nicht erwartet. Die prompte Antwort von Borussia Dortmund. Ein Topspiel, was wir hier heute erleben. Schon nach dieser kurzen Phase. Beide Mannschaften sehr diszipliniert und vorne eiskalt. Dortmund vielleicht jetzt mit Momentum. Haaland. Schön zurückgelegt. Haaland. Wieder mit dem formstarken Hazard. Der nimmt Nico Schulz mit. Auch der hat sich festgespielt. Warum nicht mal Haaland? Zeitverzieherversuch. Bayern braucht jetzt wieder ein bisschen Ruhe in den Aktionen, aber die geben den Ball sofort wieder her. Der FC Bayern München musste eine Serie starten und sie haben es. 5 Spiele in Folge am Stück gewonnen, aber jetzt stellt sie Borussia Dortmund vor Probleme. Erling Haaland probiert es mit links, der Ball dann im Seitenaus abgefälscht von Keeper Neuer. Wir schauen auf die Ecke. Kurz ausgeführt. Jadon Sancho. Und wir wiederholen das gerne. Wir haben ja die Zeit dafür. BVB-Fans, natürlich euch das angespannt. Möchten in der kommenden Saison hier die ganz Großen im Signal Iduna Park natürlich wieder sehen. Real, Barca, wie sie alle heißen. Die Ecke kann erstmal verteidigt werden. Lewandowski dann mit dem Dragback vorm eigenen 16er. Na, wenn es gut geht. Goretzka. Odriozola und Schulz, der mir gut gefällt da. Auf der Linksverteidigerposition, auch wenn er jetzt hier den Fehlpass spielt. Perisic, Lewandowski und Akanji. Also das ist wirklich ein sehr couragierter Auftritt hier vom BVB. Nach rund 40 Minuten, auch wie sie zurückgekommen sind nach dem Gegentreffer, der so ein bisschen aus heiterem Himmel kam. Sehr beeindruckend. Schulz, Sancho und Hazard. Der spielt momentan einen Fußball, das ist sehr, sehr schön mit anzuschauen. Das wird auch im Ausland für Aufsehen sorgen. Hazard mit dem nächsten Abschluss. Neuer erstmal wieder auf rechts, auf Perisic. Der, der für meinen Geschmack ja so ein bisschen verloren scheint, auf rechts. Einer der Aktivposten gewesen zuletzt, vor allem auch beim Spiel gegen Paderborn. Beim 4:1
Perisic immer für ein Tor gut. Und so laufen jetzt hier die letzten Sekunden in der ersten Halbzeit runter. Aktuell Remis beim deutschen Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Es steht 1:1. Offenes Visier in den zweiten 45 Minuten. Wir sind gleich zurück, machen eine ganz, ganz kurze Pause. Und dann geht's hier weiter. Ja, vielen Dank, herzlich willkommen zurück im Studio. Wir wollen nochmal ein ganz kurzes Wrap-up machen, bevor es dann reingeht in die zweiten 45 Minuten bei diesem besonderen Spiel mit einem besonderen Spielverlauf. Die Bayern kommen gerade erst auf eine Chance. Ironischerweise war genau das das Tor von Kingsley Coman in der 24. Spielminute. Ja, und alles in allem muss man aber sagen, Borussia Dortmund mit den deutlich besseren Hochkarätern, dann auch mit dem schnellen Ausgleich, Minute 28, Thorgan Hazard, ein wunderbarer Schuss aus über 20 Meter. Also irgendwie scheint heute eine Überraschung drin zu sein, oder? Wir geben zurück ins Stadion und zu den zweiten 45 Minuten. Und Videostart in 3, 2, 1, go! Behind the Scenes. Immer direkt am Puls der FIFA-Bundesliga. Du hast erste Schnittkenntnisse und vor allem richtig Bock, dich in einem geilen Team weiterzuentwickeln? Dann werde Produzent, dem Herzstück der FIFA-Bundesliga. Alle Infos dazu findest du in der Videobeschreibung. Zurück! Beim Topspiel an diesem Freitagabend, der FC Bayern München braucht 3 Punkte, um weiter mit dabei zu sein im Kampf um den Titel der FIFA-Bundesliga. Lewandowski soll es natürlich richten. 33 Tore geschossen, der polnische Nationalspieler. Goretzka, Sissoko, jetzt mal in Schussposition. Von dem war nicht viel zu sehen, Bayern steht höher. Zu Beginn der zweiten 45 Minuten. Bürki nimmt den Ball auf und bringt erstmal wieder etwas Ruhe rein. Aber das sieht man hier sehr, sehr gut. 3 Bayern-Spieler laufen da vorne ganz weit an. Sancho, jetzt vielleicht mal die rechte Seite mitnehmen. Nein, es soll dann doch über Nico Schulz gehen. Ja, was war das für eine Tristesse beim letzten Heimspiel? 0:1 gegen Schalke. Hieß es dort am Ende. Und jetzt spielt man hier gegen die Bayern so gut mit. Und hat hier fast den nächsten Abschluss mit Reus. Sancho, wieder Reus. Marco Reus und Sancho, das muss es sein. Das ist es. Das ist es. Borussia Dortmund geht in Führung. Hat sich der Benjamin Golds, Trainer des FC Bayern, etwas verspekuliert. Wollte er zu viel nach der Pause. Neuer ohne Abwehrchance, stellt er noch den Fuß raus, aber Sancho macht das nächste Tor für Dortmund und Schwarz-Gelb im Jubelrausch. Reus sprintet schon wieder die rechte Seite entlang, Reus mit der Eingabe und jetzt Neuer, der auf mich auch wirklich sehr sauer wirkt mit seinen Vorderleuten. Sancho wieder im Dribbling, Hakimi. Die machen das außerordentlich gut. Haaland, wie er sich den Ball behauptet. Eine Freude, dem jungen Kerl zuzuschauen. Hat einen Körper wie ein Ochse. Aber dann doch so gewandt und so spritzig im Armtritt. Eine Bereicherung für die FIFA-Bundesliga. Erling Haaland gekommen aus Salzburg. Ja, der Schiedsrichter ist auch noch da. Er sagt jetzt hier mal zu Nico Schulz, zügel dich ein wenig. Gelbe Karte. Scheint es, das ist rot. Rot, Platzverweis. Das gibt's ja nicht. Dortmund in Unterzahl. Und die Bayern mit der Chance und mit Koma. Was ist denn hier los? Das Blatt hat sich wieder mal gewendet und das in Sekunden. Ich bin momentan komplett baff. Die Schiedsrichterentscheidung so ein bisschen aus dem Nichts. Wir hatten keine Wiederholung. Es ging sofort weiter. Die Bayern schnell geschalten.
Und es steht auch... ich bin baff. Da fehlen mir die Worte. 2:2. Und jetzt ist natürlich die Frage, macht Dortmund in der offensiven Art und Weise weiter? Sie müssen ja eigentlich auch. Es geht um so viel. Sie wollen die Hymne der Champions League im kommenden Jahr im Signal Iduna Park hören. Aber Dortmund ist jetzt hinten restlos überfordert. Das ist Perisic, der muss ihn reinlegen. Perisic legt ihn rein, Lewandowski! Saisontor Nummer 34. Spiel gedreht. Dieses Topspiel geht in die Geschichte der FIFA-Bundesliga ein. Da lege ich mich fest. Was sind das hier für Wendungen, liebe Zuschauer? Haaland, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und wir müssen natürlich über Daniel Schmitz reden, der an seiner taktischen Einstellung womöglich, ja, hätte klüger agieren müssen. Schwarz-Gelb jetzt mal mit Ballbesitz. 20 Minuten sind es hier noch. Bayern ist zurückgekommen. Und nach diesem Sturmlauf von Borussia Dortmund hatte ich die Münchner wirklich eigentlich im Nachteil gesehen. Dann dieser kuriose Platzverweis, wo ich wirklich dachte, hey, das war doch locker eine gelbe Karte. Ich habe es als Kommentator von hier oben jetzt nicht so ganz perfekt sehen können. Aber Nico Schulz wurde da drastisch bestraft. Und jetzt ist Kingsley Coman auf dem Weg zum vierten Tor. Das wär's. Kingsley Coman nochmal reingelegt. Und Lewandowski macht das, was ihn eben auszeichnet. Der steht richtig und der schiebt ein. Und die Schalker, die werden das nicht gerne mit anschauen. Bayern legt hier womöglich vor. Aktuell dann 3 Punkte Abstand. Schalke natürlich an diesem Wochenende bei der FIFA-Bundesliga noch im Einsatz. Die Sportschau morgen natürlich am Samstag wie gewohnt und am Sonntag dann die Dreierkonferenz. Also ich bin schon wieder komplett durch mit den Nerven. Das, was uns diese Liga immer wieder hier präsentiert, das kannst du einfach schwer einordnen. Alaba. Jede taktische Einstellung entscheidet hier Spiele. Und das macht die Liga auch so attraktiv. Reus. Reus macht das gut. Reus! Und Neuer. Der war ganz wichtig. Hakimi. Da fährt Manuel Neuer. Ja, den Reklamierarm aus. Kann man ja fast schon sagen. Nein, Spaß beiseite. Klasse Tat von Manuel Neuer. Hat er seine ganze Klasse ausgespielt. Auf der anderen Seite Bayern mit Coman. Und mit Coutinho. Akanji. Und jetzt sind wir wirklich in der allerletzten Schlussphase. Thorgan Hazard, was hat der hier für einen Bums vorhin rausgehauen? Das Stadion hat gezittert. Beim 1:1 Ausgleich. Perisic. Perisic nochmal rein. Das gibt's nicht. Das ist eine einzige Querlegerorgie, die wir hier und heute im Westfalenstadion erleben. Diesmal ist es wieder Kingsley Coman, der den Doppelpack schnürt und jetzt auch vom Platz geht. Natürlich ist das viel zu hoch. Aber Benjamin Goltz erfüllt hier die Aufgabe. Guerrero jetzt auch eingewechselt. Die letzten Minuten laufen runter. Ein Torfestival, wie wir es nicht erwartet hätten. Gerade zu Anfang der Partie. Beide Mannschaften höchst diszipliniert unterwegs. Akanji. Jetzt wieder mit Akanji. Paulinho. Es sind für die Münchner Bayern die Wochen der Wahrheit. Man spielt noch gegen Leverkusen, man spielt noch gegen Gladbach und man muss nächste Woche gegen Düsseldorf ran. Aber gegen Dortmund, da setzt es
den 6. Sieg in Folge. Benjamin Golz am Ende der glücklichere. Daniel Schmitz und sein BVB müssen einen Nackenschlag im Kampf um die UEFA Champions League einstecken. Der FC Bayern gewinnt am Ende in diesem Topspiel mit 5:2. Ja, vielen Dank und für uns heißt es erstmal durchatmen. Da war viel los, 5:2 am Ende für den FC Bayern München. Was für ein Spiel. Und bevor wir in die Analyse gehen, gehen wir jetzt erstmal runter zur Pressekonferenz. Dort spricht der Bayern-Trainer Benjamin Golz. Ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel. Hat Spaß gemacht. Respekt geht auf jeden Fall raus an den Dortmund-Trainer. Der hat es echt gut gemacht. Der spielt echt gut. Gefällt mir auf jeden Fall. Und ja, der ausschlaggebende Punkt war ja auf jeden Fall die rote Karte, das hat man ja richtig gemerkt. Und dann war er auf jeden Fall sehr, sehr offen hinten. Wie ich gesehen habe, hat er nicht mit einer Viererkette dann gespielt, also hat nicht umgestellt, sondern mit einer Dreierkette. Und es war halt natürlich meine Chance, schön offensiv zu spielen und das eiskalt auszunutzen. Hat natürlich geklappt, freut mich auf jeden Fall. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall dem Dortmund-Trainer in der laufenden Saison auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin. Ich finde, er passt auf jeden Fall zu Dortmund und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er bei Dortmund bleibt und ja, seine nächsten Chancen auf jeden Fall nutzt. Ja, Benjamin Golz hat es angesprochen, das große Streitthema ist definitiv die rote Karte von Nico Schulz in der 61. Minute und dementsprechend geben wir auch mal zum Dortmund-Trainer Daniel Schmitz und hören, was er zu dieser durchaus kontroversen Entscheidung zu sagen hat. Guten Abend zusammen, also Glückwunsch nach München zu den 3 Punkten. Hat für mich leider einen kleinen faden Beigeschmack, da man bis zum 2-1 ein gutes Spiel gemacht hat. Aber mehrmals von der gegnerischen Trainerbank quasi kontaktiert wurde. Und das ist nicht gerade förderlich für das Spiel bzw. für die Konzentration. Und bin ich so auch eigentlich aus dem Geschäft hier nicht gewohnt. Schade, dass das so vorgekommen ist. Zum Spiel selber, nach den Spielen gegen Gladbach und Schalke, wo wir uns eher auf die Defensive konzentriert haben, haben wir uns seit letzter Woche wieder gesagt, okay, wir wollen offensiven Angriffsfußball spielen, wollen vorne früh draufgehen. Das haben wir heute sehr gut gemacht, meiner Meinung nach bis auf 54. beziehungsweise bis zum Platzverweis ein sehr gutes Spiel gemacht, 2-1 völlig verdient geführt und dann gibt's diese lächerliche rote Karte für ein Allerweltsfoul im Mittelfeld. Das hat das Spiel leider komplett auf den Kopf gestellt und ab da an hat man gemerkt, dass leider mit der Mannschaft nicht mehr viel ging und München hat das dann in der letzten halben Stunde sehr gut ausgespielt, die Überzahl. Und am Ende, ja, auch eiskalt quasi vorm Tor gewesen. Aus 6 Schüssen haben sie 5 reingemacht. Was will man da groß sagen? Heute sollte es nicht sein. Jetzt heißt es Mund abwischen und dann wieder kommen nächste Woche. Ja, enttäuschte Mienen natürlich bei Borussia Dortmund. Der BVB mit Daniel Schmitz ohnehin schon deutlich in der Kritik. Und da hätte man heute mit einem guten Spiel, das man ja zweifelsohne gezeigt hat, die Kritiker zunächst einmal erstmal verstummen können. Das blieb aus. 5:2 letztlich die Niederlage gegen die Bayern, die eine, ja, vielleicht nicht überzeugende, aber letztlich abgeklärte Leistung zeigen. Kingsley Coman natürlich mit seinem Dreierpack der überragende Mann, aber auch Ivan Perisic, das sei zu erwähnt, mit 4 Vorlagen hat er definitiv heute ganz Großes zu diesem Sieg und damit weiterhin zur Meisterschaftshoffnung beigetragen. Wir schauen, wie sich das auf die Tabelle auswirkt. Und das Tableau zeigt ein gewohntes Bild. Der FC Schalke 04 ganz oben auf Platz 1 mit 77 Punkten, aber es sind eben jetzt nur die 3 Punkte Differenz, also da ist noch lang nichts gegessen.
Schalke dann morgen unterwegs gegen Fortuna Düsseldorf auswärts. Sie sind momentan formstark, also das wird definitiv keine einfache Aufgabe für die Schalker. Und die Bayern werden natürlich hoffen, dass die Königsblauen irgendwann in dieser Saison noch einmal patzen. Wie sieht es für den BVB aus? Man muss schauen, dass man nicht aus dem Kampf um die Champions-League-Plätze rausfällt. Platz 5 mittlerweile. Gladbach und Leverkusen zwar noch in Reichweite, von unten marschiert aber auch Leipzig. Das ist eine durchaus gefährliche Situation für Dortmund. Und die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass das in diesem Jahr mit der Champions-League-Quali wieder nichts wird und man sich damit ja dann auch nicht mal für die echte Champions-League, die wir jetzt in der FIFA-Bundesliga für die kommende Saison planen, qualifiziert. Die Gefahr ist durchaus gegeben und das will Daniel Schmitz und Borussia Dortmund natürlich vermeiden. Wir werden weiter beobachten, ob ihm das gelingen mag. Und kommen wir abschließend nochmal zur großen Kontroverse dieses Spiels zur roten Karte von Nico Schulz in der 61. Minute. Wir blenden das Ganze hier nochmal für euch ein und bitten euch einfach mal unten in den Kommentaren eure Meinung dazu reinzuschreiben. War das eine verdiente rote Karte? Und vor allen Dingen, hätte Borussia Dortmund, wenn es diese rote Karte nicht gegeben hätte, das Spiel gewonnen oder zumindest einen Punkt geholt? Es ist auf Messers Schneide, das Titelrennen in der FIFA-Bundesliga und die Hoffnungen der Bayern, ob sich das bewahrheitet. Ein Teil der Wahrheit sehen wir dann morgen noch in der Sportschau, wie gesagt, wenn Schalke 04 zu Fortuna Düsseldorf geht. Und bis dahin könnt ihr euch hier auf der Endcard natürlich wieder austoben. Lasst uns gerne ein Like da, das würde uns sehr freuen, ein Abo, dass ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns morgen um 15 Uhr wieder. Bis dahin.